Okay. Achso, ja klar, da waren wir ja gerade eben schon. Da kommen wir aber tatsächlich auch nicht nach oben. Wir kommen da bloß von unten hin. Das heißt, wir kämen bloß hier entlang. Gehen wir aber mal hier entlang. Das ist mehr so ein bisschen Geheimfahrt. Hallo. Dankeschön. Ist ja mehr so ein bisschen Geheimfahrt. Mal sehen. Och Gott. Was zur Hölle? Okay, da haben wir ein Tor. Wie öffnen wir das Tor? Achso, ist es von der anderen Seite dann zu öffnen. Klar. Und da haben wir einen riesen Eisblock scheinbar. Meine Güte. Das sind so viele. Und wir kommen dann einfach bloß nach unten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das wirklich machen sollen. Ich meine, wir haben genügend Geld. Das sollte eigentlich passen. Ich will jetzt erstmal gucken, ob das da oben ein Snap ist. Ne, okay. Muss man jetzt ja mal schauen. Okay, wir machen es von mir aus. Ich weiß nicht, was es wirklich bringt, aber wir probieren es mal. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Okay. Unendlich viele Gewichte, die wir hier brauchen. Wie gesagt, wir kommen damit bloß hier nach unten. Okay, das war schon mal richtig. Neue Waffe. Rapier. Rapier klingt gut. Rapier klingt schnell, aber gerade. Oh ja, das ist nice. Vor allem eben, ich will mal kurz probieren, wie es ohne das Vajra ist. Ach Gott. Gut, ich meine, ohne das Vajra ist es eben eine Peitsche, die nach vorne haut und nicht nach oben. Aber mit dem Vajra ist es zack, 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 zack. Finde ich cool. Okay. Neue Waffe. Sehr, sehr schön. Und es hat eine hohe Reichweite. Das kann auch helfen. Nice. Auf jeden Fall. Also, neue Waffe nehme ich immer an. Oh, und es macht schon mal guten Schaden, oder? Here lie, after being chased by furries for so long, I will not convert. I will not. I won't. Okay. Also. Er wurde so lange von. Naja, kleinen plüschigen Wesen verfolgt. Und. schön. Und er wird nicht überwechseln. Er versucht sein Bestes. Und scheinbar hat es auch irgendwie geschafft. Gut. Was haben wir hier? Light leaks from between the mirror sheen pillars. Ah, das haben. Ach so, so kommen wir hier hin. Ja, klar, okay. Also, klar, Licht scheint durch die spiegelnden Säulen. Das haben wir ja schon entdeckt. Immer witzig, wenn man einen Hinweis auf ein Rätsel findet, das man schon lange gelöst hat. Witzigerweise wollte ich das Rätsel ja eigentlich gar nicht lösen. Ich wollte es ja auf die normale Art lösen, sagen wir es mal so. Was ja einfach bloß an den Pillars entlang wäre, aber wir hätten scheinbar den Rapier. Wir hätten den Rapier finden sollen, bevor wir. Bevor wir den. Yes, wir kommen dadurch. Sehr schön. Bevor wir die Klauen gefunden haben, was sehr interessant ist. Okay, wir haben zumindest den Punkt hier. Hallo? Ja, speichern bitte, aber bitte auch quicksaven, hä? Es hat nicht das typische Geräusch gemacht. Das ist ja keine zweite Seite. Merkwürdig. Achso, wir müssen es zuerst lesen. Klar, aua. Ich hasse Ei. Na toll. Ja, okay. Hallo. Okay, ich wollte gerade sagen. Interessant. Das wäre so natürlich einfacher gegangen. Gut, dass wir die Dinger da unten nicht ausgegeben haben. Klar, wir müssen es aber zuerst lesen. This is the Shrine of the Frost Giants, the last land of the extinct Second Children. Okay. Also, das ist der Schrein der Frostgiganten, das letzte Land der ausgelöschten zweiten Kinder. Okay, aber ich dachte, das Mausoleum der Frost... Nee, wie hieß das? Mausoleum of the Giants hieß es damals, nicht wahr? Das Eisgebiet. Ich dachte, das wäre das letzte Land oder die letzte Ruhestätte gewesen. Aber scheinbar sind dann hier doch noch ein paar, haben sich ein paar zurückgezogen. Okay. Traurig, aber gut.
Oh, je tiefer wir fallen oder je härter wir drauf fallen, desto tiefer sinken wir ein. Ah, das ist auch cool. Ich mag die Schneemechanik. Allgemein, ich mag das ganze Gebiet hier. Es ist einerseits niedlich, andererseits aber auch voller interessanter Möglichkeiten. Gut, schauen wir mal, was wir hier unten finden. Okay, eine Fee. Eine Lebensfee ist es da ja dann. Mehr Frösche auf jeden Fall. Ich mag den Rapier, muss ich sagen. Er sieht richtig cool aus. Und mit dem kämpft sich auch gut, sagen wir es so. That which is correct goes unscathed. That which is mistaken receives justice by sword. Okay. Also, das, was richtig ist, geht ungehindert durch. Das, was falsch gemacht wurde, bekommt die Gerechtigkeit des Schweres zu spüren. Okay, das klingt weniger schön. Das, was richtig ist, das, was falsch ist. Ja, das ist die große Frage. Was ist was? Okay, ein bisschen Geld. Sehr schön. Was hat es mit diesen Eisblöcken auf sich? Au! Okay, Entschuldigung. Ich wusste es ja nicht, dass die Eisblöcke heilig sind. Heiliges Eis, was zur Hölle? Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Wir brauchen noch verdammt viel Lebensfee. Ja gut, wir haben ja bisher bloß eine, deswegen muss es ja die Lebensfee sein. Nice. So viel dazu. Du kannst mir nichts Auge. Wir haben die Lebensfee auf unserer Seite. Okay, da oben haben wir ein weiteres Siegel. Das ist schön. Das können wir aktivieren. Wir benutzen hier halt eben die beiden. Von mir aus. Da stirbt Baba Yaga. Aua. Au. Lass das. Lass. Nein. Verdammt. Diese Echsen. Hä? Achso, das war bloß der Schnee. Ich dachte gerade eben, dass wir irgendwas aktiviert hätten. Da oben haben wir einen weiteren Text. Meine Güte, es gibt hier wieder so viel zu entdecken und so viel zu lesen und alles. Life is begotten of the cold soil. The birth sigil lies in depths of deep, deep snow. Oh ja. Also, Leben wurde in die Welt gesetzt. In der kalten Erde oder im kalten Grund. Das Siegel der Geburt liegt in der Tiefe von tiefem, tiefem Schnee. Ja, nice, endlich. Birth Seal. Oh ja, okay, ich sehe schon, weil wenn wir das hier machen, reicht das nicht. Damit kommen wir, hier rüber. Hi. Mehr Geld. Okay, also wenigstens ist das Spiel so nett und gibt uns genügend Geld, dass wir hier das Ganze machen können mit den Gewichten. Es ist trotzdem nicht ganz so nett. Warte mal. Ich will da nochmal runter. Kommen wir da echt nicht durch? Aber wofür ist dann... Wofür ist das dort? Das macht irgendwie noch keinen Sinn. Weil hier ist ja auch nichts zum Runterfallen. Okay, von mir aus. Dann müssen wir jetzt irgendwie nach oben gehen und dann können wir uns das Birth Seal holen. Oh, scheinbar ist es leichter als gedacht. Verdammt! Reingelegt. Wir können uns aber einfach hier hin teleportieren. Yep. Easy. Ohne Probleme. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt darüber. Guck mal, da hinten ist es offen. Das war knapp. Die große Frage ist natürlich immer noch, wie wir das hier öffnen, wie wir die Kiste hier öffnen. Vielleicht beides mit dem Birth Seal. Na, mal sehen. Mal schauen, ob das hier reicht. Yes! Und nü? Es hat irgendwie nicht so viel... Ich meine, wir sind hier durch. Aber was nun? Oh Gott. Okay. Hi. Bist du anfällig gegen den Rapier? Natürlich nicht. Okay, nicht mal gegen den Rapier ist sie anfällig. Was steht denn hier geschrieben? The dissonance of the second children lies squarely on the unforgivable sinner Sarkid's shoulders. His unforgivable sin was to slay one of his own, bringing about the destruction of his race. Okay, ja. Also, die Dissonanz der zweiten Kinder liegt voll und ganz auf den Schultern des unvergeblichen Sünders Sarkid.
Seine unvergebliche Sünde war es, einen der Seinen zu ermorden und damit die Zerstörung seiner Rasse über ihn zu bringen. Was tatsächlich die traurige Wahrheit ist, Sakit hat ja damit angefangen, es gab ja die zwei Gruppen der Giganten, die einen wollten wollten die Mutter befreien, die anderen wollten, ich weiß aber nie, wie das war, die einen wollten dort bleiben und die anderen wollten in den Himmel aufsteigen, theoretisch mit der Mutter. Sie haben ja dafür extra den Turm gebaut. Dieser Streit hat sie die beiden dann entzweit und ja, Sakit hat dann damit angefangen, es wirklich eskalieren zu lassen, indem er eben den ersten umgebracht hat. Ich weiß bloß nicht mehr, wer der erste war, der umgebracht wurde. Irgendwas mit E vielleicht? Keine Ahnung. Erebu oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Zu lange her. Wir haben es am Anfang noch gelesen, aber auch das weiß ich leider nicht mehr. Aber ja. Okay, und damit liegt die Dissonanz auf seinen Schultern. Stimmt, ja, die zweiten Kinder sind dadurch eigentlich die einzige Rasse, die innerhalb ihrer Rasse selber die Dissonanz verursacht haben. Gut, okay, die anderen sind ja auch dieselben Kinder, aber haben sich in verschiedene Rassen aufgesplittet. Die Alpha zum Beispiel und die Alpha und die Lokpala, die Ennead und die Anmarna, die Vanir und die Asen sind ja alles dieselben Kinder, aber verschiedene Rassen. Aber das sind... Oh. Es ist so krass, dass wir jetzt mehr von unseren Origin Seals finden, weil die haben wir ja ewig nicht mehr gefunden davor. Aber ja, stimmt. Die haben sich immer in verschiedene Rassen aufgespalten. Aber nur die Riesen blieben dieselbe Rasse. Okay, schau mal. Vielleicht finden wir hier das Birth Seal. Oh, holla. Da hätte ich rein können, verdammt. Ich habe aber nicht genau gewusst, was passiert. Das ist ein bisschen uncool, was hier gerade passiert. Ja, okay. Von mir aus. Wir sind ein bisschen auf dem Time Limit, weil die böse Schneehexe da drüben uns gerade fertig macht. Lass das mal. Wir müssen sie anpoken, damit sie geht. Wie gesagt, man hätte da direkt rüber können, aber ich habe es jetzt gerade nicht kapiert, muss ich sagen, dass wir das machen können. Egal. Wir haben ja genügend Gewichte. Geh weg. Husch, husch. Birth Seal. Yes, endlich. Wir haben sie getötet, was? Okay. Nice. Oh, das Birth Seal, das war so wichtig. Jetzt können wir so viel machen. Sehr, sehr schön. Jetzt lesen wir uns aber erstmal das nochmal durch. Zoria. Wir haben sie echt getötet? Ich dachte, das geht nicht. An Aurora Spirit resembling a human. The Aurora that cloaks her bodies guards them against all forms of attack. They strike back by releasing their Aurora, at which point they become vulnerable. Oh, vulnerable. Vulnerable. Meine Güte. Okay. Interessant. Also, ein Aurora-Geist oder ein Polarlichtgeist kann man auch sagen, der einen Menschen darstellt. Das Polarlicht, das ihren Körper umhüllt, beschützt sie vor jeglicher Form vom Angriff. Oder das Aurora eben. Es ist ja hier in der Hinsicht irgendwie eine gewisse Kraft, kann man sagen. Sie schlagen zurück, indem sie ihr Aurora freilassen, zu welchem Zeitpunkt sie dann verwundbar werden. Ah, okay, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das heißt, wenn sie angreifen... Ach ja, dann haben sie nicht mehr den Nebel. Ja, okay. Na komm, greif mich an. Ich fechte dich zu Tode. En garde. Komm schon. Ich kann mich nicht bewegen wegen dem Eis. Gott, ich hasse das. Du hast es doch gerade gemacht. Greif mich an. Komm schon. Hallo, ich bin hier drüben. Dankeschön. Gott, ist das ätzend, die zu erledigen. Dankeschön. Aber hey, wir haben das Birth Seal. Endlich. Meine Güte, hat das lang gebraucht. Das hat viel zu lang gebraucht. A stone tablet inscribed with the character of two, signifying birth, can be used to destroy sigils with the corresponding character. Und damit können wir jetzt so viel mehr machen. Es hat alles, ich wusste, dass alles bloß an den Handschuhen hängt. Oder zumindest, ich wusste nicht genau, an was es hängt. Aber ich wusste, sobald wir die Handschuhe gefunden haben, wusste ich, dass alles andere jetzt auch funktionieren wird. Und es ist so schön, dass es das tut.
Richtig, richtig schön. Ja, jetzt ist bloß die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben immer noch die Karte nicht, meine Güte. Ich will endlich die Karte von dem Gebiet haben. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch so anstellen können. Und ansonsten gehen wir eben die anderen Gebiete ab. Okay, was gibt es hier? Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu tun, nicht wahr? Ja, verdammt. Ja, komm, lass das mal. Die gehen mir auf die Nerven, die kleinen Dinger. Du gehst mir eigentlich... Oh Gott. Sei nicht... Ja, wobei, ich glaube, da hätten wir es probieren können, wie sie sich verhält ohne ihren Schneeblock. Oh, das ist so ätzend. Es gibt irgendwo diese Spike Boots oder wie auch immer das hieß, aber die haben wir ja leider noch nicht. Also, damit wir uns eben besser auf Eis bewegen können, aber das könnte noch ein bisschen dauern, bis wir die bekommen. Keine Ahnung. Ist zumindest ein bisschen arg ätzend. Hey, wenigstens haben wir die Lebensfee. Achso, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Achso, oh doch, kommen wir, klar. Über die Vasen natürlich. Dann können wir da nach links schauen. Kannst du das mal lassen? Dankeschön. Schauen wir doch mal nach links, falls es dorthin geht. Okay, es geht dorthin. Und die Kiste ist sogar offen? Wieso rieche ich eine Mimik? Nee, die Kiste ist nicht, oder? Die scheint bloß so komisch. So, was bei... Oh Gott, Hilfe! Die ist richtig aggro. Da, stirb. Oh oh. Oh oh. Oh nö. Okay. Das ist interessant. Ich... Aha. Ah, und jetzt ist das Ding wieder... Ja, okay, die ist nämlich nicht offen. Interessant. Wir haben hier wieder drei von diesen... Punkten. Der ist jetzt gedrückt. Der hier? Oh, okay. Was? Ich bin so tot. Ja, toll. Und jetzt? Ja, gut. Zurück teleportieren. Hilft ja nichts. Okay, wie rum war das jetzt? Das war hier rum, nicht wahr? Ha! Verdammt, ich wollte gerade sagen, ich fechte deine Schneebälle zu Tode. Lass das! Nein! Lass mich doch in Ruhe, du blöder Yeti. Meine Güte. Ich finde das Gebiet so toll. Aber ich glaube, ich finde das Gebiet jetzt auch so toll. Ha, ha, ha. Oh, verdammt. Ich dachte, dass es da jetzt festgesteckt wäre. Ich glaube, ich finde das Gebiet einfach auch gerade bloß so toll, weil wir jetzt aber weiterkommen. Wir können endlich mal wieder ein bisschen erforschen, ohne ständig irgendwie, naja, nichts erreichen zu können. Yes! Es hat funktioniert! Sehr schön. Okay, also eins von diesen drei Punkten müssen wir scheinbar aktivieren. Um die Kiste zu öffnen. Ich würde zumindest mal davon ausgehen, dass es so ist. Wir haben drei Chancen. Und ansonsten haben wir halt versagt. Was ist da drin? Das Ankyuwel. Okay. Ankyuwel ist interessant. Schauen wir mal hier weiter. Okay, von hier kommen wir nicht entlang. Ich sehe schon, aber wir kommen ja auch nicht von unten entlang. Ja, auf den unteren Knopf will ich jetzt mal nicht drücken. Nee, da kommen wir noch nicht entlang, solange wir noch nicht den... Au. Solange wir noch nicht den Eisblock schmelzen können. Zumindest würde ich mal davon ausgehen, dass wir das tun müssen. Alles andere würde nicht viel Sinn ergeben. Ha, du hast mehrere davon, natürlich. Wie hätte ich mit was anderem rechnen können? Kann ich... Wieso will ich hier überhaupt wieder so raus? Weil es gibt ja eh keinen anderen Weg, oder? Ist da noch einen anderen Weg? Eigentlich... Aua. Eigentlich nicht. Wir können uns eigentlich wieder nach oben teleportieren. Und dann mal... weiter oben schauen.